Abschaffung von Hartz IV bis zum bedingungslosen Grundeinkommen den Bogen geschlagen. Ich will noch mal ein bisschen zurück. Der Erich Schaffner hat mit der Weimarer Republik angefangen. Hartz IV hat seine Anfänge in der Weimarer Republik. 1919 wurde die produktive Erwerbslosenfürsorge eingeführt. Das waren 1-Euro-Jobs. Man hatte die Idee, wenn man die Erwerbslosen produktive Arbeit machen lässt, gemeinnützig, dann wird es billiger für den Staat. Und man erhöht den Druck auf die Betroffenen. Das Letzte ist sicher richtig, wie auch bei den 1-Euro-Jobs. Wenn der Diplom-Ingenieur öffentliche Parks fegen muss, empfindet er das als demütigend und versucht möglichst gar nicht mehr die Leistung des Jobcenters in Anspruch zu nehmen. Das will man ihn hinausdrängen, selbst aus Hartz IV. Es gibt nämlich noch Schlimmeres als Hartz IV für viele, das ist nicht Hartz IV zu bekommen. Und es wurde aber teurer. Diese Erfahrung machte Wolfgang Clement 2005 mit den 1-Euro-Jobs auch. Es wurde viel teurer, als man vermutet hatte, weil man natürlich die Arbeit organisieren muss und weil alles nicht so funktioniert, wie man sich das gedacht hat. So, es gab aber in der Weimarer Republik noch ganz andere Parallelen zu heute. Ein, der hieß Gustav Hartz, das war ein Sozialreformer aus der Deutschen Nationalen Volkspartei, Reichstagsabgeordneter der Partei, die mit Alfred Rubenberg den ersten Wirtschaftsminister von Adolf Hitler stellte, der übrigens der Alfred Rubenberg bekannt geworden ist mit dem Spruch, den dann die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, die der Erich auch genannt hat, dann etwas abgewandelt hat. Der Alfred Rubenberg hieß nämlich in seinen Zeitungen, er war so eine Art Vorläufer von Silvio Berlusconi, ihm gehörten ganz viele Zeitungen, er war ein Medienstar der damaligen Zeit, und er ließ in seinen Zeitungen im Reichstagswahlkampf 1932, ließ er in seinen Zeitungen Annoncen schalten, da stand drauf, sozial ist, wer Arbeit schafft. Das war dann der Wirtschaftsminister im ersten Kabinett Hitler. Und die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft hat das etwas abgewandelt in sozial ist, was Arbeit schafft. Was ich als eine reine Sklavenhalterideologie ansehe, weil auch der Sklavenhalter schafft ja Arbeit in der Form, dass er mit der Peitsche die Sklaven ins Bergwerk schlägt. Es kommt natürlich darauf an, was es für eine Arbeit ist, wie sie bezahlt wird, wie die Arbeitsbedingungen sind. Und genau das sollte ausgeblendet werden. Aber damit sind wir jetzt bei der Funktion von Hartz IV. Was sollte denn eigentlich mit Hartz IV erreicht werden? Als Gerhard Schröder, mit dem ich mal vor 40 Jahren zusammen Juso-Arbeit gemacht habe, Gerhard Schröder dies, was er übrigens auch verharmlosend und vernebelnd Zusammenlegung von Arbeitslosen und Sozialhilfe bezeichnete. Warum wurde das denn gemacht? Übrigens, ich mache jetzt auch ein bisschen Werbung für das Buch Hartz IV und die Folgen, da habe ich ja auch versucht, so ein bisschen herauszufinden, wo ist denn und wie ist denn Hartz IV entstanden? Die Bertelsmann Stiftung hat 1999 schon einen Arbeitskreis gegründet, der hieß Reform von Arbeitslosen und Sozialhilfe. Und da wurde zusammen übrigens mit Ministerialbeamten ausgetüftelt, was man dann als Zusammenlegung von Arbeitslosen und Sozialhilfe beschönigt hat, weil natürlich jeder gedacht hat, na, das ist doch irgendwie Entbürokratisierung und das ist doch eine Vereinfachung. Ne? Warum denn zwei Systeme, Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe, wenn es auch einfacher geht? Ne? Also mit einem System, Zusammenlegung, kann man da was gegen haben? Eigentlich nicht. Ne? In Wirklichkeit wurde gar nichts zusammengelegt, sondern es wurde erstens was abgeschafft, das war die Arbeitslosenhilfe. Eine, die Langzeitarbeitslosen noch halbwegs sichernde Lohnersatzleistung nach dem Prinzip, also der Lebensstandardsicherung, bemaß sich diese Arbeitslosenhilfe, ich bin übrigens nicht als T4-Professor geboren worden, sondern ich war nach dem Studium sehr, sehr lange arbeitslos. Man beschönigt das dann immer in seiner Biografie mit vielen Lehrauftragstätigkeiten und vielem anderen mehr. Aber wenn man ganz ehrlich ist, waren das
bestimmt 10 Jahre. Und damals, als ich nach dem Studium arbeitslos wurde, da gab es noch die Arbeitslosenhilfe. Der Diplomingenieur, der bekam damals, wenn er länger als 12 Monate arbeitslos war, also nach dem Bezug des Arbeitslosengeldes, nach dessen Auslaufen, bekam er auf der Höhe von entweder 57%, wenn er ein unterhaltspflichtiges Kind hatte, oder 53% seines letzten Nettogehalts. Und übrigens, das können sich meine Studierenden heute gar nicht mehr vorstellen. Es gab mal eine Zeit, in den frühen 70er Jahren, da bekam man die Arbeitslosenhilfe, ohne gearbeitet zu haben. Im Prinzip bis zur Rente. Wenn man sein Studium beendet hatte, wurde fiktiv das Gehalt BAT 2a angesetzt, was sich heute alle Berufsanfänger im öffentlichen Dienst höchstens noch erträumt haben können, wenn sie studiert haben und einen entsprechenden Abschluss. Gibt es heute BAT 2a nur noch in Wunschträumen. Und auf dieser Grundlage wurde dann die Arbeitslosenhilfe berechnet. So, und jetzt am 1. Januar 2005 wurde sie abgeschafft und an deren Stelle trat das Arbeitslosengeld 2. Das war nicht mehr lebensstandardsichernd, sondern soll, wie wir immer hören und auch vom Bundesverfassungsgericht bestätigt bekommen haben, existenzsichernd sein. Das ist aber viel weniger existenzsichernd als lebensstandardsichernd. Das, was jemand vielleicht jahrzehntelang geleistet hat, ist plötzlich null und nichtig. Und jeder bekommt 399 Euro, wenn er sie denn bekommt, also den Regelbedarf plus Heiz- und Mietkosten. Und das war natürlich eine Absenkung von Millionen von Menschen, die Erzeugung von Armut. Frank-Jürgen Weise, der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, der hat, ich habe das Buch geschrieben, natürlich zum Jubiläum von Hartz IV, zum 1. Januar. Und natürlich kam die Bundesagentur in Gestalt ihres Vorstandsvorsitzenden genau zu der Zeit auch natürlich in die Öffentlichkeit. Weise gab der Bild-Zeitung ein Interview und sagte, Hartz IV ist das beste Programm, das wir je hatten. Und er sagte, wenn wir es nicht hätten, hätten wir 800.000 Arbeitslose mehr. Ich glaube, dass er sehr viel mehr Schwierigkeiten hat, das zu beweisen, weil man es nicht beweisen kann, wie viele Erwerbslose, die dann offiziell, aber nur unter bestimmten Kriterien tatsächlich Arbeitslose bei der BA heißen, wie viele es davon mehr gäbe ohne Hartz IV, das kann überhaupt niemand sagen, weil man das nicht untersuchen, beweisen oder belegen kann. Aber ich glaube, belegen zu können, dass die Kinderarmut sich seit Hartz IV drastisch erhöht hat. Am 31. Dezember 2004, am Tag vor dem Inkrafttreten von Hartz IV, da gab es 1,1 Millionen Kinder in Sozialhilfehaushalten. Im März 2007 gab es 1,928 Millionen Kinder unter 15 Jahren, die in SGB-II-Bedarfsgemeinschaften, sprich Hartz IV-Haushalten. 1,928 Millionen, 800.000 mehr. Es gab sicher vorher auch noch welche in Arbeitslosenhilfehaushalten. Nur die waren natürlich nicht auf diesem Niveau der Sozialhilfe. Und das ist ja die große Lüge, auch des Begriffs Arbeitslosengeld 2, dass so getan wird, als wenn es irgendwas mit dem Arbeitslosengeld zu tun hat. Nein, es war natürlich gedacht auch für diejenigen, die Arbeit haben, aber eine, die so schlecht bezahlt wird, dass sie als sogenannte Aufstocker Arbeitslosengeld 2 in Anspruch nehmen können. Und das ist doch pervers, etwas Arbeitslosengeld 2 zu nennen, was auch 1,3 Millionen Menschen inzwischen bekommen, die gar nicht erwerbslos sind, sondern die eine Arbeit haben, aber eben eine so niedrig bezahlte mit Hungerlöhnen, dass sie aufstockend Hartz IV in Anspruch nehmen. Und wenn immer gesagt wird, wir zahlen so viel Steuern, weil Hartz IV so teuer ist. Ja, 75 Milliarden Euro hat der Bund ausgegeben seit 2005 für die sogenannten Aufstocker. Anders gesagt, mit 75 Milliarden Euro hat er die Unternehmer
subventioniert die Dumpinglöhne zahlen. Das skandalisiert. So, und Arbeitslosengeld 2 hätte auch deshalb sinnvollerweise Sozialhilfe 2 geheißen, weil es nämlich genauso hoch ist wie die Sozialhilfe. Es ist eine reine Fürsorgeleistung und keine den Lebensstandard sichernde Lohnersatzleistung wie die Arbeitslosenhilfe. Und das alles ist im Grunde vernebelt worden unter solchen falschen Begrifflichkeiten, die da natürlich bewusst in die Welt gesetzt worden sind. So, jetzt will ich im ersten Teil, im zweiten sage ich was zu den Folgen für die Betroffenen, für die Gesellschaft, für den Sozialstaat und vor allen Dingen für die Demokratie in Deutschland. Aber ich will noch was zu den Sanktionen sagen. Also die Sanktionen sind natürlich der Hebel, um das zu erreichen, was Hartz IV bewirken sollte. Nämlich nicht nur die Betroffenen stärker zu schikanieren in den Jobcentern und die da unter diesen enormen Druck zu setzen, sondern vor allen Dingen Druck auszuüben auf die Belegschaften, auf die Betriebsräte und auf die Gewerkschaften, um die unter dem Damoklesschwert von Hartz IV zu veranlassen, schlechtere Arbeitsbedingungen und niedrige Löhne zu akzeptieren. Und genau das ist geschehen. Ein breiter Niedriglohnsektor, der inzwischen 24,3% der aller Beschäftigten umfasst. Und zwar, hier im Saal wird es wahrscheinlich solche nicht geben, aber geht doch mal raus und fragt die Menschen draußen im Lande, hätte ich jetzt fast wie die etablierten Politiker gesagt, die Menschen draußen im Lande, also die außerhalb dieses Saales, die glauben natürlich, die im Niedriglohnsektor, das sind alles schlecht qualifizierte Migrantinnen und Migranten, die kein Deutsch sprechen und deswegen sind die da im Niedriglohnsektor. 2/3 haben einen Berufsabschluss, 11% haben einen Hochschulabschluss. Inzwischen arbeiten längst im Niedriglohnsektor auch hochqualifizierte, studierte Leute, Menschen, die sich vielleicht früher nie vorstellen konnten, für diesen Mindestlohn jetzt vielleicht, der auch nicht wirklich existenzsichernd ist und der einen vor allen Dingen nicht aus Hartz IV hinausführt. Aber die Sanktionen, zu denen will ich noch zweierlei sagen. Selbst Heribert Prantl, sicher einer der klügsten Journalisten im Land und einer der kritischen, spricht oder schreibt dann in der Süddeutschen, dass es über 1 Million Hartz IV-Bezieher gibt, die sanktioniert werden. Nein, es sind über 1 Million Sanktionen. Und nicht Sanktionierte, sondern viele Betroffene haben so viel Angst inzwischen und so viel Druck ist auf sie ausgeübt worden, dass sie die Schreiben des Jobcenters mit Einladung gar nicht mehr aufmachen. Und wenn sie nicht aufmachen und mehrere nicht aufmachen, dann werden sie eben auch mehrfach sanktioniert. Und das Mehrfachsanktionieren führt dazu, dass es 400 und so viel tausend Betroffene sind pro Jahr. Aber auch das machen sich die Bild-Zeitungsleser da nicht klar. Die allermeisten dieser Sanktionen betreffen eben Meldeversorgung. Also dass man nicht hingeht oder zu spät kommt oder den Brief gar nicht bekommt, der da angeblich einen geladen hat zu einem Termin. Sehr viel weniger sind betroffen von dem, was dann Pflichtverletzung heißt. Dass man das 5. Bewerbungstraining nicht annimmt, weil man schon so tolle Bewerbungsmappen schreibt, bunter können die auch nicht mehr werden und man hat dann schon über 100 Ablehnungen bekommen auf Bewerbungen, wenn man denn überhaupt Nachricht erhalten hat, dann geht man eben zu so einem Bewerbungstraining nicht mehr hin. Und das ist dann eine Pflichtverletzung. So, und jetzt kommt noch ein wichtiger Punkt. Die unter 25-Jährigen, die werden besonders hart angefasst. Bei der zweiten Pflichtverletzung, wenn sie zum Beispiel eine Weiterbildung ablehnen oder einen Job, übrigens heißt das heute nur noch Job und nicht wie in der Weimarer Republik, wo man noch einen Beruf hatte und eine Stelle antrag, nur noch Job, auch das hat Hartz mitbewirkt, dass das eingerissen ist, diese US-Amerikanisierung, genauso wie es Jobfloater und Jobcenter und so weiter heißt, in diesem Manager-Denglisch. So sprechen wir selbst inzwischen nur noch von Jobs. So, und wenn 2 Pflichtverletzungen bei einem unter 25-Jährigen sind, dann bekommt er nicht nur die Geldleistung gestrichen,
sondern auch übernimmt das Jobcenter nicht mehr Heiz- und Mietkosten. Und das heißt, der Sozialstaat, der inzwischen so demontiert ist durch die Agenda 2010 und die Hartz-Gesetze und viele andere Reformen dieser Art, dieser Sozialstaat produziert selbst Obdachlosigkeit bei jungen Menschen. Und er tut das. Und er tut das, obwohl überall auf der Welt junge Menschen nicht so hart angefasst werden wie Erwachsene. Und es auch bei uns üblich ist, dass wenn ein 17-Jähriger einen Mord begeht oder eine andere Straftat, er nach dem Jugendstrafrecht milder beurteilt und nicht so streng bestraft wird wie ein 55-Jähriger. Nur bei Hartz IV, da ist es genau umgekehrt. Und auch das finde ich entwürdigend und spricht dafür, dass die Sanktionen unbedingt für verfassungswidrig erklärt werden und abgeschafft werden.